Und um ganz besondere Menschen geht es auch in unserer nächsten Geschichte. Allerdings diesmal um erfundene Persönlichkeiten und ihre mitunter durchaus grotesken Probleme. Der Salzburger Amateurtheaterverein Musen bringt nämlich in Hof bei Salzburg eine neue Musical-Inszenierung auf die Bühne. Die Laiendarsteller und Sänger spielen eine musikalische Version der Addams Family. Das Musical ist das jüngste Werk über die exzentrische Addams Family. Seit den 1930er Jahren ist sie beliebt, ob als Fernsehserie, Film oder als Cartoon. In der Bühnenversion verlieben sich die Tochter Wednesday der Addams in Lukas Beinecke, einen jungen Mann aus einer ganz normalen Familie. Nun sollen die beiden Familien sich bei einem Dinner kennenlernen. Jetzt prallen zwei Welten aufeinander, die eigentlich unterschiedlicher gar nicht sein können. Das birgt ja schon an sich eine ordentliche Menge Sprengstoff. Aber natürlich auch auf der anderen Seite gibt es viele Möglichkeiten, sich mal in den anderen zu spiegeln, mal über das eigene Leben nachzudenken und auch immer die Beziehungen innerhalb der Familie oder des Clans mal auf den Prüfstand zu stellen. Neben der Herstellung von Bühne und Kostümen war heuer besonders die Probenzeit sehr intensiv. Wir haben im Grunde seit dem ersten Corona-Lockdown immer versucht, so gut wie möglich unsere Proben weiterführen zu können. Es ist natürlich phasenweise dann nicht möglich gewesen. Also wir haben dann wirklich mehrere Monate komplett aussetzen müssen, was extrem schwierig ist, weil man muss dann wieder von Null weg starten teilweise. Wir sind alle Amateure, das heißt, jeder hat natürlich andere Dinge zu tun und berufliche Themen. Und die dann so nach einer Phase des kompletten Stillstands wieder alle einzufangen und wieder auf dasselbe Thema und auf dieselbe Produktion zu fokussieren, das ist schon eine große Herausforderung. Gott sei Dank sind unsere Mitglieder wirklich unglaublich motiviert. Und auch wenn wir vielleicht nur drei oder vier waren, wir haben dann unsere Sachen zusammengearbeitet. Heute nicht. Ein halbes Jahr Vorbereitungszeit vergeht wie im Flug. Geprobt wurde immer nur einmal in der Woche. In der letzten Probenwoche wird es dann aber spannend. Jetzt in der letzten Woche vor der Premiere sind wir wirklich jeden Tag bei den Proben, machen jeden Tag, den ganzen Tag alles nochmal durch und auch mit Live-Orchester und allem drum und dran. Und da baut sich diese Spannung natürlich sehr schnell. Im Endeffekt ist es wichtig, dass man dann gut vorbereitet auf der Bühne steht und mit der richtigen Spannung und mit der richtigen Begeisterung kommt dann eher nochmal der letzte Kick, der die Aufführung dann perfekt macht. Heute Abend ist Premiere. Noch weitere drei Vorstellungen sind im Kult im Hof auf dem Programm. Und den Applaus, den gibt es dann wahrscheinlich vom eiskalten Händchen.